Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Speeddrawing auf Shannys Artistry. Dieses Mal gibt es einen wunderschönen Husky im Schnee. Und das natürlich mal wieder in Pastell. Allerdings klebe ich zur Abwechslung mal die Ränder ab. Das lässt das Bild zum Schluss etwas berührungsfreundlicher und sogar einen kleinen Tick eleganter werden. Beginnen tue ich mit einer groben Bleistiftvorzeichnung der wichtigsten Konturen, bevor es dann mit dem richtigen Malen losgeht. Nicht ganz so einfach zu zeichnen, aber ich liebe diese Bilder im Schnee. Bei diesem hier war der Hintergrund meine neue Herausforderung. Ich habe noch nie einen Wald gemalt oder auch nur einen richtigen Baum. Außer vielleicht mal so andeutungsweise die Konturen. Und auch bei der Fellstruktur und bei dieser im Gegensatz zum Rest des Bildes sehr farbintensiven Zunge konnte ich dieses Mal echt einiges üben und dazulernen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz liebes Dankeschön an das Herrchen dieses Hundes, dass ich diesen Prozess hier online stellen durfte. Und für die viele Hilfe in den letzten Monaten. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Freude machen. Und so sieht nun das fertige Ergebnis aus. Jetzt, wo ich es gerade so sehe, fällt mir so auf, dass ich in aller Hektik ganz vergessen habe, das Krepppapier vor der letzten Aufnahme zu entfernen. Ups. Aber ihr seid ja alle bestimmt ganz kreative Menschen, also stellen wir uns einfach vor, es wäre ab. Danke. Und wenn euch das Bild und das Video gefallen haben, lasst doch gerne einen Kommentar und ein Däumchen da. Das würde mich wirklich sehr unterstützen. Und schaut euch auch gern mal meine anderen Videos an. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.